Ja, und damit willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir haben ja hier sehr viel Munition bekommen und sonstige Goodies. Ich habe meine Favoriten erstmal soweit durch. Auf der 1 habe ich den Kollegen. Auf der 2 die Schrotflinte. Hier, was war das jetzt? Die 3. Auf der 4 habe ich den Kollegen. 5 nochmal Schrotze. Und den. Ich fange erstmal mit dem hier an, glaube ich. Und dann schauen wir mal, ob wir das hier alles hinkriegen. Bin immer sehr gespannt, was jetzt da gleich kommen wird. Okay. Jo, nee, es ist nicht so gut. Alter, scheiße. Ich hab's mir schon fast gedacht, dass es irgendwo so in die Richtung gehen wird. Warum geht meine Gesundheit konstant nach unten? Alter, scheiße. Okay, weißt du was? Andere Waffe. Hä, das Ding macht doch gar nichts. Okay, Konfrontation. Das ist auch nicht. Weg to go. Ah, diese scheiß Granaten. Bringt's irgendwie nicht die Waffe. Scheiße, 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 scheiße. Halten, 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 halten. Nochmal heilen. Alter, warum bleibt die Maus manchmal hängen? Komm, stirb. Ey, das gibt's doch nicht. Und der Hüter verschwindet halt die ganze Zeit, ne? Alter, jedes Mal bleibe ich hängen. Lad nach! War das etwas schon alles?
Wo ist er? Oh, okay. Die Waffe ist jetzt nutzlos. Ja, schön für dich. Fuck. Lad nach. Sag mal, willst du mich verarschen? Alter, nein. Diese scheiß Granatenfreaks. Du gehst mal hart auf den Keks. Hier ist noch einer. Medikit. Das ist ja der Hüter. Komm mal her. Nice. Okay, intensiv. Aber wir haben es hingekriegt. Jetzt kann ich einfach reinlaufen. Alter Scholli. Was ist mit Skorpion? Das wird es doch nicht gewesen sein. Ah, dann machen wir auf hier. Ist das jetzt Kugel-Action? Da ist er ja. Du bist weit gekommen, hätte ich mir denken können. Geschieht mir recht, ich war wohl nicht überzeugend genug. Das war's. Ach, stimmt. So ein Arsch. Ja, geil. Na toll, jetzt ist das auch noch hier so in der Spä... Was ist... Vorsicht jetzt. Na toll. Warum machen wir das jetzt hier? Fuck, 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 fuck. Scheiße. Oh, fuck. Das war falsch.
Ach, Mann, ey. Was habe ich jetzt da für einen beschissenen Effekt auf mir? Warte mal, lass mal ganz kurz nachschauen. Halt. Achso, er geht gerade wieder weg. Laden. Hä? Noch ein Dummkopf. Okay. Okay, fast. Fuck. Alter, jetzt kommt einer der Security. Die Waffe ist doch auch scheiße. Und da habe ich fast keine Munition. Ja, geil. So, das mit den Waffen ist jetzt mal richtig beschissen. Was nehme ich denn? 132 Schuss, Feuerrate. Nehmen wir mal Experimentblaster. Ja, ich will gegen euch gar nicht kämpfen. Das könnt ihr mir glauben. Oh, aber looten tue ich dann doch mal. Ciao, bis später. Ach, hier. Fuck. Ah, Duplikaten schon wieder. Fuck. Alter. Strategischer Rückzug. Habe ich ihn jetzt erwischt oder nicht? Alter. Nein, 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 nein.
Hör auf damit! Was ist das jetzt? Nimm dir alle. Animated Violence. Was ist denn das jetzt für eine Waffe? Okay. Naja, aber Phosphorschuss, Raserei, geringe Chance, ein Ziel in Raserei zu versetzen, radioaktiv. Geil. Ja, Kammschuss bringt mir leider nicht sehr viel. Du hast es geschafft. Das Artefakt gehört dir. Ja. Ja, du hast dich als würdig erwiesen. Die Allheit wartet. Wir kommen zwar aus anderen Universen, aber fühlt sich an wie in alten Zeiten. Hier, das sind alle meine Artefakte. Oh, geil. Ja. Du bringst das Amilar auf dein Schiff und schaltest den Graf-Antrieb an. Der Rest geht automatisch. Okay. Werde ich hier. Verabschiede dich lieber von ihnen. Du siehst die Herrlichkeit unseres Multiversums und deinen Platz darin. Und musst eine Entscheidung treffen. Mehr sage ich nicht. Okay. Dann tun wir das mal. Na, vermutlich. Die. Okay. Wir sind also wieder hier. Okay, jetzt bin ich mal echt gespannt, was jetzt gleich passiert und was das, was dann die Allheit da hier so wirklich ist. Und wie das dann für uns sein wird mit dem Multiversum. Nein. Optional, sprich vor Aufbruch mit deinen Freunden. Mach mal kurz Cockpit. Verlassen. Weil dann bin ich hier schon mal oben. Guten Tag, Captain. Aufstehen. So. Was haben wir hier? Amilar aktivieren, Artefakte hinzufügen. Das Amilar ist jetzt vollständig. Sobald du deinen Grafantrieb aktivierst, springst du zur Allheit. Möchtest du woanders hinspringen, entferne das Amilar von deinem Schiff. Oder Amilar für den normalen Grafsprung entfernen. Ich will wissen, was passiert. Sind ja alle an Bord. Abheben. Oh, stimmt dich. So, da nehmen wir ein bisschen was weg. Das geht auf.
Ich dachte eigentlich, ich muss irgendwo aktiv hinspringen. Ist es das? Sind es wir? Ja. Du hast es geschafft. Gefällt dir der Ausblick? Ich schaue sie mir gerne an. Die Unendlichkeit. Ein Gedanke. Kann man die Realität außerhalb von sich selbst je wirklich erfahren? Zeit und Raum werden durch eine Perspektive gefiltert. Wir beide sind Teil des großen Ganzen. Alle Punkte laufen hier zusammen. Wird ein Stern geboren oder stirbt er, schlägt seine Existenz durch das Herz dieses Orts. Die Allheit. Ich habe gesehen, was du warst, bist, hättest sein können. Glaubst du, ein gutes Leben geführt zu haben? Bereust du etwas? Ich hatte nie vor, gut zu sein. Ja, schon irgendwo. Und deine Entschlossenheit hat dich an diesen Ort geführt. Um ein Sternenblut zu werden, musst du dem Universum ein letztes geben. Dich selbst. Der nicht greifbare Teil von dir, der dich in der Unendlichkeit einzigartig macht, wird wie eine Supernova explodieren. Okay. Während ein Teil von dir mit der Essenz dieses Universums verschmilzt, bleibt ein anderer auf ewig zurück. Verstehst du das? Du lässt dieses Universum zwar zurück, doch dieser letzte Schritt wird es auf ewig verändern. Ja, es klingt eigentlich schon irgendwie nach Sterben. So wie ein toter Stern neue Materie erzeugt, verschmilzt ein Teil von dir mit der Allheit selbst. Dieser Teil betritt als Sternenblut das Multiversum. Für dich wird es so sein, als würdest du aus einem Traum erwachen. Gehe durch das Tor des Lichts und du wirst Stern geboren. Alles wird verschwinden und du an einem anderen Ort erwachen. Doch das ist nicht dein einziges mögliches Schicksal. Du könntest auch umkehren. Dich entfernen von der Allheit, bis die Sterne verblassen und auf deinem Schiff erwachen. In deinem Universum. Dein Leben weiterleben. Es hat mich gefreut, mit dir zu sprechen. Mit euch allen. Mit jeder Version, die gerade hier in der Allheit ist. Geht hinaus in die Sterne. Du den Schritt in Richtung Unendlichkeit erwägst, zeige ich dir, was mit dem Universum, das du vielleicht verlässt, geschehen wird, während sich deine Essenz durch Raum und Zeit verteilt. Ja, nicht, was ich erwartet habe. Lässt dieses Universum hinter dir, doch ein neues erwartet dich. Wer wirst du in diesem sein? Was für Entscheidungen wirst du treffen? Thank you.
Uff. Nicht das, was ich erwartet hätte als Ende. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt als gut oder schlechtes Ende betiteln soll. Es ist halt... Ich dachte, wir wären jetzt da irgendwie anders. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann wachen wir wieder als eine Version von uns in einem anderen Universum auf und dann wiederholt sich alles wieder, während ein anderer Teil eigentlich da oben ist und mit allen... Ich dachte, wir könnten dann die Person so sein. Das alles für das. Also ich weiß nicht, also... Ein bisschen enttäuscht bin ich schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Und... Aber abgesehen jetzt mal von dem Ende, wenn ich jetzt mal Starfield so allgemein bewerten muss, dann hat Spaß gemacht. Es hat sich teilweise schon ein bisschen gezogen und wir hätten auch wesentlich länger spielen können. Also mit den ganzen Nebenaktivitäten, die anderen Planeten zu erforschen, mal schauen, was da so ist. Da glaube ich, könnte man sicherlich nochmal so 20 Stunden mindestens rausholen, das wäre jetzt mal geschätzt. Aber dann gibt es auch Punkte, die mir nicht gefallen hat. Punkt Nummer 1, Locations, die sich wiederholt haben. Das ist dann halt schon ein Minuspunkt, wenn ich sage, dass ein AAA spielt, dass ich dann die Orte einfach mehrmals sehe, vielleicht ein bisschen anders dekoriert, aber ansonsten einfach genau das Gleiche. Und was mich als Rollenspieler am allermeisten aufgeregt hat, das sind die Dialoge gewesen. Also ich meine, die Leute haben einfach irgendwie was in der Mundbewegung gemacht oder haben sich auch gar nicht angesehen. Das hat einfach überhaupt nicht zu dem gepasst, was halt gesagt worden ist. Das ist halt sehr, sehr traurig. Also schade, dass sie das nicht hinbekommen haben. Generell sind jetzt zu dem Spiel so gut wie keine Updates rauskommen. Finde ich ein bisschen hart, aber das ist so typisch Bethesda. Und ja, ich meine, wenn man sich dann zum Beispiel Baldur's Gate anschaut, da kommt gefühlt jede Woche irgendein Patch raus, und zwar mit Patch Notes mit 100, 200 Einträgen und Co. Das ist einfach Weltenunterschied. Andererseits kann man sagen, ja, es ist halt Bethesda und es ist halt Fallout-Style. Ja, aber man kann das besser machen. Sie sollten es halt auch irgendwie besser können. Ja, also ich, von der Benotung her, wo 1 das Beste ist und 6 das Schlechteste, würde ich Starfield mit einer 3 bewerten. Und jetzt, ich meine, jetzt sieht man den Credits. Die laufen bestimmt noch ein bisschen weiter, aber Hauptsache die Musik hat schon vorher aufgehört. Ja. So viel zum Finish. Ich würde sagen, ausnahmsweise werde ich mal die Credits hier überspringen. Ich check mal Tab, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Ein Sternenblut, das bist du geworden. Du hast das Unendliche berührt. Deine Geschichte ist vorbei, doch sie wird neu beginnen. In diesem Universum und in unzähligen anderen. Du erinnerst dich an alles, was du je gelernt und erfahren hast. Zurückgelassen musstest du deine Besitztümer und jeden, den du einmal kanntest. Erkunde dieses neue Universum und alles, was es zu bieten hat. Und vielleicht unternimmst du auch eine weitere Reise durch die Allheit. Wait a moment. Das heißt, das ist jetzt unser Schiff. Man kann das Ganze gleich nochmal machen. Das Moment. Okay. Das finde ich jetzt schon dezent geil, dass wir da jetzt herumfliegen können. Also mal kurz auf die Karte. Das heißt, die kann ich jetzt einfach mal... Warte mal, was sagt das Missionslog? Der kleine Schiff begibt dich zur Loge. Ich wurde in einem neuen Universum mitgenommen. Ich sollte zur Loge zurückgehen und versuchen, die Spur der Artefakte wieder aufzunehmen. Aber wisst ihr was? Das machen wir jetzt mal ganz kurz.
Hier ist jetzt alles neu. Machen wir jetzt auch mal. Ich will jetzt sehen, was da passiert. New Atlantis. Landen. Also ich weiß nicht, ob dann der ganze Lauf wieder komplett der gleiche ist oder ob das... Also, das ist halt schon irgendwo cool. Kann ich dahin schnell reisen? Geht das? Nach da. Du hast diesen Ort noch nicht entdeckt. Okay. Okay. Dieser sinnlose Angriff auf meine Forschung. Ja, das wiederholt sich. Ja. Okay. Aber was sagen die, wenn die mich so... Es kann gar nicht gleich sein. Ja, einmal dahin, dankeschön. Klingt halt wie ein Aufzug. Nicht wie so eine Bahn. Yay, bestes Wetter. Siehst du den Wissenschaftler vor dem Mast? Starrt Bäume an, klingt besorgt. Ja, das wiederholt sich auch, aber ich will wissen, ob das da in den drinnen jetzt wieder gleich ist. Schönen guten Tag. Entschuldigung, das ist eine private... Moment. Du kommst mir bekannt vor. Vasco, identifizieren. Scan läuft. Erstelle Querverweise zu bekannten Personalakten unserer Partnerorganisationen. Bitte stillhalten. Das scheint der Miner von Argos Extractors zu sein. Verschwunden, als wir das Artefakt von Vectera weggebracht haben. Aufenthaltsort ist eben unbekannt. Verstehe. Vasco hat das Artefakt schon geliefert. Also, warum tauchst du jetzt auf? Mal schauen. Du bist... Verstehe. Einige unserer Theorien zu den Artefakten stimmen also. Das glaubst du einfach so? Und wenn diese Person nur Wahnvorstellungen hat, in der Mine zu viele Gase eingeatmet hat? Hören wir ihm doch zu. Wir wissen so gut wie nichts. Wenn er die Wahrheit sagt, kann uns das sehr helfen. Alles klar. Schieß los. Ich komme nicht aus diesem Sinne, es gibt einen Ort, der alle Realität verbindet, die Allheit. Ich habe das alles schon mal getan, habe das Artefakt gebracht, bin die Constellation beigetreten. Und die Scheinbildung der Young Multim und Artefakten, alle wollen das Amela erschaffen. Aber die erschaffen das halt nur, um dann das Ganze wieder zu wiederholen. Also ist irgendwo dann Sinn dahinter halt nicht. Also. Gut, dann vielleicht mal unterschiedliche Varianten von Universen zu sehen, aber es ist trotzdem halt immer die gleiche Tätigkeit.
Danach suchen wir also. Nach den Teilen für ein Armillar. Nach einem Weg in das Zentrum eines Multiversums. Entweder ist das wahr, oder es ist der raffinierteste Streich aller Zeiten. Über Zweifel sind wir doch längst hinaus, Walter. Wir können es ja mit eigenen Augen sehen. Wir wissen jetzt, wo die meisten Artefakte sind und wohl auch, wie wir sie kriegen. Du könntest die Artefakte sammeln, während ich nach dem anderen Stern bin. Ich denke daran, dass ich gehört die Macht der Allheit mir. Ja, wir wiederholen wieder das, was die anderen gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du dich mit ihnen treffen solltest. Die Artefakte haben dir doch Kräfte verliehen, oder? Das sollten wir ausnutzen. Rede bitte mit Wladimir im Auge. Vergleich das, was du uns berichtet hast, mit seinen Scan-Daten. Du spürst die Artefakte auf, die das Auge findet. Wir besorgen die anderen. Sicher nicht. Und dafür sind wir dir sehr dankbar. Und jetzt holen wir die Artefakte. Gut. Geil, ich krieg sogar Credits dafür. Ja, jetzt. Übliche Begrüßung. Willkommen zu Hause. Ist in diesem Fall die Personal nicht zu kriegen. Ich geh mal wieder raus, weil sonst quatscht ihr wieder nur. Ja, also jetzt könnte man halt wieder die Artefakte suchen, das ein bisschen anders machen als vorher, vielleicht Leute noch retten, Nebenquests machen. Ja, werde ich ganz ehrlich nicht machen. Also, es ist jetzt nicht so super gewesen, dass ich sage, ich muss jetzt noch meinen zweiten Run machen. Ja, so gesehen ist das Ende jetzt eigentlich kein schlechtes Ende, aber ich habe mir trotzdem irgendwie was anderes vorgestellt drunter, nach der ganzen Arbeit. Aber interessant, wie sie es gemacht haben. Und dass man hier wieder anfangen könnte. Ja, vermutlich schon ein bisschen interessant, das Sternenblut da noch ein bisschen zu spielen. Aber ich glaube, es wird nicht großartig anders sein als wie beim ersten Durchlauf. Ja, Starfield-Projekt ist jetzt fertig. Wie steht ihr zu Starfield? Wie hat euch die Story gefallen? Und was sagt ihr zum Ende? Also. Ich bin da noch auf durchwachsener Meinung. Ich weiß, ich kann mir da nicht so ganz entscheiden, ob ich sage, es ist jetzt wirklich gut oder es ist nicht gut. Ich glaube, schlussendlich muss das jeder für sich selber irgendwo wissen. Ja, mal schauen, was wir als nächstes machen. Aber ich glaube, das nächste Spiel wird ein Horrorspiel sein. Was ein bisschen, ja, linearer ist. Nicht ganz so offen. Aber es war mal eine schöne Abwechslung hier auf dem Kanal. Bis dahin, ich wünsche euch alle zusammen eine gute Reise. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.